Hallo Leute, willkommen beim LS23 in Emberstone. Dies ist Teil 20. Die Hirseernte ist fertig, wie man hier sieht. Und die neuen Sojabohnen sind jetzt auch schon angesät. Dann kann ich die Sämaschine mal wegfahren. Und vielleicht fahre ich hier auch mal den Ladewagen aus dem Weg. Na, dann kann der bei der Gelegenheit auch gleich noch was einsammeln. So. Ich denke mal, hier ist er auch so halbwegs aus dem Weg. So. Und vielleicht hört ihr es ja, dass mein Spiel wieder Ton hat. Bei den letzten beiden Folgen, da habe ich vergessen, den Spielton extra anzuschalten. Den muss ich immer, wenn ich neu aufnehme, wieder neu einrichten. Und das habe ich vergessen. Und dies hier ist jetzt die dritte Folge in dieser Aufnahmerunde. So. Und es ist mir endlich eingefallen. Jetzt spritzen wir mal eine Runde. So. So, wunderbar. Viel ist nicht mehr drin. Ich glaube, ich fülle mal nach. Wir haben ja aktuell auch genug Geld zum Nachfüllen und Dünger kaufen und so. Und ich denke mal, wenn es dann bei der nächsten Ernte reicht, das Geld zum Schafstall kaufen, dann ist hier die kleine Differenz für das Herbizid-Einkaufen. Spielt dann hoffentlich nicht die entscheidende Rolle. So. Ja, fast 3000 Euro. Das ist schon eine Menge Geld. So, jetzt gucken wir mal, ob der Helfer das macht. Wenn ja, wäre gut, denn dann könnte ich noch eine Runde mähen. Ich hoffe, er kommt da an den Bäumen vorbei. Du. Das ist immer kritisch. Ja, scheint aber zu gehen. Gerade so. Gerade eben so, ne? Der andere Baum. Uff, auf einen Zentimeter so ungefähr. Okay, jetzt schnapp ich mir wieder den. Koppel ihn ab. Und wo habe ich das Mähwerk abgestellt? Ich glaube, da hinten irgendwo. Na prima. So. Pirschen wir uns da mal rückwärts dran. Gut. Anschalten, obwohl ich schalte ihn besser erst hier oben an.
weil da geht es ja doch deutlich bergauf und da tut er sich recht schwer. So. Hier noch ein bisschen. Dann da unten. Und das sammeln wir dann auch noch ein. Und ich habe mir überlegt, dass ich das Gras, was jetzt im Ladewagen ist, vielleicht schon verkaufe. Weil, ich meine, der Laden hier freut sich über jedes Geld. Und ich brauche es zwar nicht dringend, aber es ist nett zu haben. Und die nächste Grasernte ist dann ja vielleicht schon für die Schafe. Bei sowas wäre schon schön, wenn man die Geräte anheben könnte, während sie aufgeklappt sind. Also im LS22, da gibt es ja eine extra Aufklappfunktion, dann eine Anschaltfunktion und dann eine Anheb- und Absenkfunktion. Und das ist hier alles in einer Funktion, was den Vorteil hat, dass man nicht drei verschiedene Sachen tippseln muss. Aber man kann nicht beim Wenden einfach mal ein aufgeklapptes Gerät kurz anlupfen, um dann eleganter zu wenden. So wird es auch in echt gemacht. Also wenn man in echt wendet, dann wird das Mähwerk angehoben, aber nicht komplett zusammengefaltet. So, jetzt schauen wir mal hier. Das hat er brav gemacht. Sehr gut. Dann kann ich ihn gleich auf das letzte Feld ansetzen. Und dann hüpfen wir in den Ladewagen rein. Und sammeln das restliche Gras ein. Und dann wird noch gedüngt. Und dann ist diese Runde auch fertig. Und dann können wir noch schnell schlafen, um zu sehen, wann die Sojabohnen erntereif sind. Weil das wird ja schon noch spannend. So. So. Ja, das passt ja ziemlich gut diesmal. Sehr gut. Bin ich ja richtig zufrieden, wie ich das diesmal hingekriegt habe. Okay. Nur die Hühner gackern fröhlich. Jetzt müssen wir hier natürlich abwarten. Ich meine, immerhin ist der Ladewagen mehr als zwei Drittel voll. Ich würde fast sagen drei Viertel. Das gibt dann vielleicht sogar 4000 Euro oder mehr sogar. Das fühlt sich zwar im LS irgendwie an, so wie Kleingeld, aber wenn ich bedenke,
wie viel 4000 Euro im echten Leben sind, dann würde ich sagen, da lohnt sich's schon. Auch wenn man bedenkt, da, was die Helfer so pro Stunde kriegen. Die kriegen ja richtig ordentlich Geld. Ich glaube, sowas wie 600 Euro oder so. Aber ich weiß es gar nicht genau. Da müsste ich mal einen Helfer genau eine Stunde arbeiten. Oder länger als eine Stunde, weil es wird ja immer nach einer Stunde abgerechnet bzw. angezeigt. So, gut, jetzt gehen wir das mal verkaufen. Gucken wir mal, ob sich da an den Preisen was geändert hat. So. Gras. Da. 147 ist der Bestpreis. Und bei der Biogasanlage kriegen wir 149. Ja, super. Dann ist ja eine gute Entscheidung, das jetzt zu verkaufen, weil das ist der beste Preis des Jahres. Dann würde es sich vielleicht auch lohnen, hier nochmal alles einzusammeln. Ja. Ja, wobei ich, glaube ich, jetzt verkaufen gehe, denn der Preis sinkt gerade. Und wenn ich dann nach dem Düngen noch Zeit und Muße habe, dann sammle ich vielleicht noch ein bisschen ein, um den guten Preis noch mitzunehmen. Aber der ist dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut. Fast 6000. Das ist gut. Na, von dem Geld kann man auf jeden Fall lässig so die Dünge und Giftspritzmittel und Saatgutkosten bezahlen. Und das ist ja schon mal was. Ich lasse den jetzt, glaube ich, hier stehen, weil hier lohnt sich's noch. So. Und pack den jetzt erstmal weg und dann wird gedüngt. Das geht ja schnell, das Düngen. So. So. Und meine Überlegungen, dass ich das restliche Gras erst nächstes Mal einsammeln,
weil das dann effektiver ist beim Einsammeln, die sind natürlich jetzt hinfällig geworden, weil der Preis gerade so gut ist. Wobei der Unterschied bestimmt nur, ja, eigentlich nicht so viele Euro sind. Mal gucken. Wenn ich nach dem Düngen noch Lust und Muße habe. Vielleicht fahre ich auch einfach noch so ein-, zweimal rum und lasse ein paar Reste stehen fürs nächste Mal. Dann ist der Faulheit Genüge getan und der Geldgier auch. Dann kann ich sozusagen die ganzen Todsünden auf einen Schlag miterledigen. Also ich meine die Gier und die Faulheit. So. Es ist schon schade, dass man hier zu den Schafen nicht noch ein Feld dazu geschenkt kriegt, wie auf der Neubrunn. Das würde mir schon gefallen, hier noch ein Feld mehr zu haben. Aber es ist ja irgendwie... ja, nicht so realistisch, dass man da noch ein ganzes Feld dazu kriegt, das auch noch, wenn man es einzeln kauft, deutlich teurer ist als der Stall. Was realistisch ist, ist, dass man Grasland, was rund um den Stall ist, dazu kriegt. Das macht schon Sinn. Aber ein ganzes Feld extra dazu, das ist bestimmt ein Bug. Aber ein Bug, den ich sehr schätze, und von dem ich hoffe, dass sie das in Neubrunn nicht ändern. Es wäre sonst sehr traurig, finde ich. Das ist auch ein echter Vorteil bei Neubrunn gegenüber Emberstone. So. Fertig gedüngt. Das ging doch mal wieder zackig. Ja, und jetzt sause ich einfach noch mal ein bisschen hier rum mit dem Ladewagen. Verkauf noch ein bisschen. Und den Rest lasse ich dann liegen fürs nächste Mal. So. So. Sehr gut. Okay, anschalten. Erstaunlich, dass ich hier keinen Zugang zu dem Land habe. Aber das gehört ja zu dem Haus. Oder vielleicht schon zu dem anderen Feld. So.
Server hier wieder hin und her fährt. Hier sollte ich noch mal quer fahren. Wegen der grasverschlingenden Seemaschine. Viel ist das ja nicht, was ich jetzt hier habe. Aber ich denke mal, es lohnt sich jetzt auch nicht, wegen der paar Kröten hier noch ewig rumzukurven. Ich nehme jetzt noch mit, was praktisch auf dem Weg liegt. Und den Rest sammeln wir dann beim nächsten Mal. So. Ja, viel ist es nicht. Es sieht im Ladewagen eigentlich ganz ordentlich aus. Also da würde ein Schaf eine Weile von fressen. Aber bei der Anzeige unten sieht es sehr wenig aus. Gut, der Ladewagen hat, glaube ich, auch knapp 30.000 Liter oder sowas. Das ist schon ordentlich viel. Oh, noch mal 1400. Das ist wieder so ein Fall. Im LS ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber im echten Leben würde man das gerne mitnehmen. Da ist das ein ganz netter Geldbetrag. Aber gut, im echten Leben, da will ich mir auch nicht ständig neue Traktoren kaufen für über 100.000. Obwohl, ich hätte schon gerne einen Traktor. Und einen Bauernhof. Und natürlich Felder. Im echten Leben, meine ich. Das würde mich schon reizen. Ich fand das Traktorfahren auf der Farmcon sehr toll. Aber da braucht man halt riesig viel Geld. Für so einen ganz alten Gebrauchtraktor nicht. Aber da muss man sich dann auch mit dem Reparieren sehr gut auskennen. Okay. Was wir vielleicht noch machen könnten, wäre einfach ein paar Mal pennen, um zu sehen, ob die Sojabohnen rechtzeitig genug erntereif werden oder nicht. So, na komm. Jetzt hänge ich hier fest, da gibt es doch nicht. Okay, so. Wir können uns rumdrehen, dann können wir den auch beim Wachsen zuschauen. So. Februar.
März. Ach, bleiben wir mal bei 8 Uhr. Und es kann dann sein, dass die vielleicht im Juni um 10 Uhr erntereif sind. Sowas hatte ich schon. Ich denke mal, ich mache einfach mal Aufnahmepause, bis die erntereif sind. Oh, jetzt kann nicht geschlafen werden. Muss ich hier wohin und zurück? Jetzt geht's wieder. Also, während ich hier rumschlummer, mache ich mal Aufnahmepause. So, jetzt ist Juni und die Pflänzchen sind noch ganz klein, wie man da hinten sieht. Das ist noch weit weg von erntereif. Ich guck mal hier. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das aktualisiert wird. Na, und jetzt speichert er noch. Aber er ist immer noch im hellgrünen. Da habe ich fast das Gefühl, dass da irgendwas kaputt ist, weil das dauert immer länger. Also, ja, normalerweise, dieses Grün, das kriegt man normalerweise nach einem Monat. Also am nächsten Monat sieht es dann so aus. Ich meine, letztlich ist es nicht so schlimm, wenn es länger dauert. Dann schläft man halt einfach ein paar Mal mehr. Aber dann muss man es anders planen. Dann hätte ich vielleicht doch besser Hirse gesät. Statt Sojabohnen. Da, da tut sich irgendwie ja nichts. Jetzt schlafen wir nochmal. Das hatte ich bei meinem großen Spielstand auf Neubrunn in der Form nicht. Manchmal kam es auch zu so ein bisschen Unstimmigkeiten, wo ich dann schon dachte, hä, dauert das jetzt einen Tag länger? Aber es dauert kein Vierteljahr länger als sonst. Jetzt gehen wir mal gucken. Das ist ja besorgniserregend. Ja, hier, jetzt sprießen sie nach. Das könnte jetzt im nächsten Monat dann vielleicht erntereif sein. Gucken wir mal auf der Karte. Nee, im übernächsten frühestens. Ah, und ich wollte ja auch mal Weizen anbauen. Weil ich dachte mir, einmal können wir ja auch mal Stroh einsammeln und verkaufen. Das macht zwar viel Arbeit, aber einmal kann man es machen. Oder wir machen das, jetzt wollte ich gerade überlegen, wir machen das, wenn ich einen Schwader habe. Aber mein Schneidwerk ist ja 7,5 Meter, da braucht man kaum einen Schwader für. Tja. Nun ja, ich würde sagen, ich schlafe dann jetzt in Ruhe durch, bis es endlich erntereif ist. Und in der nächsten Folge ist dann Sojabohnenernte. Und dann können wir das halt erst in einem Jahr verkaufen. Dann dauert es auch noch einen Erntezyklus länger, bis wir uns den, den Schafstall kaufen können. Schnief, schnief. Vielleicht sollte ich dann wieder Sojabohnen anbauen, weil das dauert dann wieder ein Dreivierteljahr und dann ist es vielleicht gerade rechtzeitig bis Juni beim nächsten Mal. Nun gut, wir werden sehen, wann die Sojabohnen endlich erntereif sind. Das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.